Ich lese euch heute eine Geschichte vor, die ich selber als kleines Kind und auch später noch immer wieder gern gesehen habe und das Buch auch durchgeblättert habe. Es ist nämlich eigentlich eine Bilderbuchgeschichte. Und ich habe das Buch, das war ziemlich zerfleddert, weil wir alle drei Brüder immer wieder drin geblättert haben und uns das angesehen haben, später nochmal kopiert, damit wir das für uns selber haben und unseren eigenen Kindern und eben heute auch euch vorlesen können. Die Abenteuer des Putiput von C. O. Petersen. Putiputs Abenteuer. Als Mutterhenne brütete, fünf Eier sorgsam hütete, kam Tante Perlchen zu Besuch, die war noch klüger als ein Buch. Sogleich besah die gute Frau die Eier alle ganz genau, das fünfte war ganz krumm und klein. Da schaute sie bedenklich drein. »Pass auf«, sprach Tante Perlchen, »das gibt ein tolles Kerlchen.« Und glücklich nach drei Wochen sind alle glücklich ausgekrochen. Es schlüpfte aus dem Ei hervor ein Sohn, der gute Theodor, drei Schwestern dann, die Hühnchen, Sabinchen, Minchen, Trinchen. Als kleinster aus der ganzen Brut erschien am Ende Putiput. Stolz rückte Mutter Henne, Frau Widi, Widi, Wenne, mit allen ihren Kindern an und zeigte sie dem Vater Hahn und ihrem Onkel Puterich. Auch Tante Perlchen freute sich, nur auf dem Zwerglein Putiput ihr Auge mit Besorgnis ruht. Doch lustig war der kleine Tropf mit seinem schwarzen Struwwelkopf. Und da er gar so winzig war, so konnte er durch das Gitter schlüpfen und auf die große Wiese hüpfen. Frau Widiwenne ängstlich rief, doch Struwwelköpfchen lief und lief. Er suchte Futter dort im Gras. Da rührte sich am Boden was. Ein Hügel hoch und höher wächst, der Putiput steht wie verhext und plötzlich guckt aus seinem Tor der Maulwurf aus dem Bau hervor. Der Kerl sprach den Gelben an, »Was machst du hier, du kleiner Mann?« »Ich suche Würmchen«, piepste Putt. Der Maulwurf sprach, »Also das trifft sich gut. Komm mit herab in meine Wohnung. Viel Würmchen kriegst du zur Belohnung.« Sie schlüpften in das enge Haus. Dort gab es einen fetten Schmaus. Als aber aus dem finstern Loch Freund Putiput ins Freie kroch, da sah er wie Schokolade aus und kehrte geradewegs nach Haus. Das gab ein Aufsehen. Tante Perlchen beschaute streng das Erdgekerlchen und zankte, »Schäm dich, Putiput, du wirst ein arger Tunichtgut!« Jedoch nach wenig Tagen schon lief Puttchen wieder keck davon. Da flog mit scharfem Schrei der Geier schnell herbei und trug ihn über Berg und Forst als Beute heim in seinen Horst. Drin saßen seine Jungen und krächzten aus vollen Lungen und sperrten ihre Schnäbel weit. Es war gerade Essenszeit. Dem Putiput sank aller Mut. Er streckte seinen Hals und schrie in höchster Angst ein »Kikeriki!« Da staunten die jungen Geier über den drolligen Schreier, ja bis zu Tränen lachten sie, so oft der kleine Gockel schrie. Sie hatten bald vergessen, dass sie ihn sollten fressen. So lebte unter ihrer Hut vergnügt als Pflegling Putiput. Sobald die Jungen groß genug, versuchten sie den ersten Flug. Natürlich meinte Putiput, das Fliegen könnte er grad so gut. Oh weh, die Flügel sind zu kurz. Dem Sprunge folgt ein tiefer Sturz. Da steht er nun und sieht betrübt, wie sich das Paar im Fliegen übt.
Doch wie er um die Freunde trauert, bemerkt er, dass ein Marder lauert. Groß ist der Schrecken Putti-Putz, im hohlen Baume sucht er Schutz. Der Putti-Putt ist oben kaum, schlüpft auch der Marder in den Baum. Der Putti-Putt springt auf den Zweig, doch auch der Marder folgt zugleich. Verloren glaubt sich Putti-Putt und jämmerlich ist ihm zumut, da eben kommt zum guten Glück ein Handelsmann vom Markt zurück. Der Mann hat einen ganzen Haufen von Luftballonen zum Verkaufen. Der Marder, der ihn kommen sieht, rasch in den hohlen Baum entflieht. Der Mann bleibt vor der Weide stehen, den seltenen Vogel anzusehen. Er streckt die Hand nach Puttchen aus und denkt, ich nehme ihn mit nach Haus. Steckt Putt hinein und schließt den Knoten. Nun greift er nach dem Stock daneben, da fängt der Rucksack an zu schweben. Verzweifelt schreit der Handelsmann, Putt freut sich, dass er fliegen kann. Bald ist er himmelhoch gestiegen, so hoch, wie seine Freunde fliegen, die ihn willkommen heißen und fröhlich ihn umkreisen. Nur kurz ist seine Wonne, vom heißen Strahl der Sonne zerplatzen die Ballönchen all und Putt erlebt den zweiten Fall. Auf eine Insel plumpst er schwer. Nur Wasser sieht er ringsumher und ratlos steht der junge Mann, weil er doch gar nicht schwimmen kann. Zwei Störche waten durch den Teich und Putti-Puttchen denkt zugleich, oh, hätt ich armes Göckerlein doch auch so lange Störchenbein. Da weiß er eine Hilfe. Er knickt sich aus dem Schilfe zwei schöne Stängel dick und lang und übt damit den Stelzengang. Nun stapft er durch den Sumpf dahin, das Storchenpaar begleitet ihn und klappert laut vor Freude. Es gibt doch gute Leute. Zum Flusse kommt der kleine Wicht, hier helfen ihm die Stelzen nicht. Drei Schwäne schwimmen auf der Flut, das Puttchen denkt, doch, die haben's gut. Da sieht er einen Schuh im Gras, den wohl ein Fischer dort vergaß. Der Holzschuh, denkt er, dient als Kahn, damit fang ich zu schwimmen an. So rudert er verwegen den Schwänen dort entgegen, die schauen ihm verwundert zu und fragen, oh, wohin steuerst du? Er sprach, zur Mutter möchte ich reisen, könnt ihr vielleicht den Weg mir weisen? Da sagten sie, wir sind bereit und führen dich, es ist nicht weit. Daheim war unterdessen das Puttchen nicht vergessen. Frau Wiedi-Wenne grämte sich, es brummten Hahn und Puterich. Zur Schule ging schon Theodor. Das Perlchen nahm die Mädchen vor und übte sich nach Kräften in nützlichen Geschäften. Herr Hahn ging mit den Seinen aus, Frau Wiedi-Wenne blieb zu Haus. Da schwammen Schwäne fern heran und mitten drunter fuhr ein Kahn und immer näher schwammen sie. Der Putt im Kahn schrie, Kikeriki! Voll Freude sprang er an das Land, doch als der Vater ihn erkannt, nahm er beim Ohr den Putti-Putt und schalt ihm einen Tunichtgut. Auch Tante Perlchen blieb nicht stumm und rief, wo triebst du dich denn herum? Die Schwestern ängstlich rannten, bis sie die Mutter fanden. Die kam sofort gesprungen und herzte ihren Jungen. Die Schwestern standen nah dabei, vor Freude heulten alle drei. Sogar der strenge Vater Hahn fing endlich auch zu schluchzen an. Selbst Perlchen und Herr Puterich begrüßten Putt und freuten sich, dass er nun endlich unversehrt zu seinen Eltern heimgekehrt. Frau Wiedi-Wenne sprach, mein Sohn, lauf mir nicht noch einmal davon. Zum Vorbild nimm den Theodor. Bei dem kam sowas niemals vor. Tja, das ist das Ende der Geschichte. Und ich finde, Putti-Putt hat sehr viel erlebt. Das kann ihm Theodor nicht so schnell nachmachen. Ja, und der Theodor, der hat fleißig gelernt, da muss Putti-Putt ein bisschen was nachholen.
Und beides zusammen ist natürlich toll. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.